Zum Motorsport. Michael Schumacher hat am Sonntag Sportgeschichte geschrieben. Als erster Deutscher gewann der Formel-1-Pilot den großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring. Triumphzug für Michael Schumacher. So eine Euphorie habe ich noch nie erlebt, sagt er später. Dieser Sieg steht auf einer Stufe mit dem WM-Titel und er gehört auch meinen Fans. Schumacher mit seinem Benetton Renault aus zweiter Position startend war gut weggekommen, lag knapp hinter Damon Hill. Dann die große Überraschung. Waren es die Nerven oder funktionierten die hinteren Bremsen nicht richtig? Damon Hills Williams Renault landete eingangs der zweiten Runde in einem Reifenstapel. Danach war es ein sicheres Rennen für den Weltmeister. Zweimal ging Schumacher an die Boxen. Nur einmal musste er Rückstand auf den zweiten David Coulthard im Williams Renault gut machen. Hinter Schumacher waren die Fahrer unter ihnen auf Bremsen serienweise ausgefallen. Der extrem schnelle Kurs und die Hitze hatten den Motoren stark zugesetzt. Nur 8 von 24 kamen an. Dritter wurde Ferrari-Pilot Gerhard Berger und Michael Schumacher konnte sein Glück gar nicht fassen.